Safety ist Number One Priority. Und deshalb sicherheitsrelevante Teile regelmäßig tauschen. Und vor allem dann, wenn die alten verschlissen sind, dann muss man sie tauschen gegen neue, damit sein eigenes Rad und man selbst möglichst lange Freude miteinander, wir miteinander haben oder hat. Viele geben sich Sicherheitsglas auf ihr Smartphone, geben sich einen extra Schuss Tubeless Milch in den Reifen oder machen sonst allerlei. Aber die wirkliche Sicherheit habe ich ja nicht nur beim Fahren, sondern die wirkliche Sicherheit will ich ja auch haben, dass ich wirklich fahren kann. Was, wenn mein Rad gar nicht mehr da ist, weil ich es nicht mehr... Also, wisst ihr, was ich meine? Also, da muss es ja irgendwelche technischen Möglichkeiten geben, die mein Rad quasi überwachen. Ja, sowas gibt's. Habe ich auch nicht gewusst, aber jetzt weiß ich's. Warum? Weil... Jetzt weiß ich's, weil warum? Die Firma Paunity, also... Wie man das jetzt wirklich ausspricht, habe ich keine Ahnung, aber ja, wir sagen einfach mal ein Paunity dazu. Ist auf mich zugekommen und hat gemeint, du, wir haben da was. Da habe ich gesagt, was habt ihr denn? Dann haben die gemeint, Paunity. Die haben den Bike Tracks, der Bike für dein Baby, dein Baby-Bike. Nein, dein Bike ist dein Baby, so ist es. Dein Bike ist dein Baby, schütze es. Dein Bike ist dein Baby, wickle es. Dein Bike ist dein Baby, füttere es. Schütze es. Weil ursprünglich wollten, fahren wir da gerade oder rechts? Fahren wir. Ja. Na bravo. Weil ursprünglich wollten die ja. Du gehst auf. Lecco mio. Ich glaube, da hören wir jetzt auf zum Reden, weil da geht's auf wie... Boah. Dieses Video beginnt mit einer relativ guten Idee zum Schutz seines E-Bikes und endet auf der Webseite von Alibaba. Bevor wir beginnen, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. So ein E-Bike-Tracker mit GPS ist was Cooles. Da hat man immer seine Daten im Griff, sein Fahrrad im Griff und keiner kann es mehr klauen. Das ist zwar schön gesprochen, mein Freund, aber in der Form leider nicht die Wahrheit. Lasst mich erklären. Die heutige Geschichte begann bereits im Juni diesen Jahres. Es war im Juni. Was ist das für eine komische Musik? Können wir bitte? Danke. Also, die heutige Geschichte begann bereits im Juni diesen Jahres. Am 10. Juni erhielt ich eine Anfrage, ob ich nicht ein passender Partner im Bereich Social Media sein will für einen Bike-Tracker. Ich sollte dazu ein Video machen und hätte die Möglichkeit, mit Affiliate-Links in der Beschreibung auch Geld damit zu verdienen. Am 11. Juni habe ich zurückgeschrieben, wie soll so eine Partnerschaft aussehen und dass ich eigentlich an Affiliate-Links nicht interessiert bin. Am 12. Juni kam die Antwort, ich bekäme einen Bike-Tracker, sodass ich mir einen Eindruck verschaffen kann. Und wörtlich, alles Weitere ist dir freigestellt. Es gab keinerlei Abmachung über den Inhalt oder sonst irgendwas. Wäre das damals nicht so gewesen, hätte er auch gar kein Video erst gemacht. Das Einzige, was ich gesagt habe, wenn das Ding kacke ist, dann schicke ich es zurück und mache gar kein Video. Das Ding ist aber nicht kacke, das Ding ist gar nicht so schlecht, das Ding funktioniert. Tja, was sonst noch passiert ist, davor, danach und wie es jetzt wirklich mit den Daten aussieht, die von diesem Ding gesammelt werden, das werden wir alles sehen in dem Video. Rechts oder was? Ich habe ja von der Firma Paunity also ein GPS-Trackergerät gerückt. Wir machen da ein total spektakuläres Unboxing. Das passt da ins E-Bike, eh? Spektakulär deshalb, weil aus einer Box wird mit einem sagenhaften Zaubertrick zwei Boxes.
Und dann siehst du über eine App, übers Internet immer, wo das Radl ist. Und was kann das Ding jetzt? Also auf der Schachtel versprechen die einiges. Wie ich sage, Einbau im Handumdrehen. Also Einbau ist noch nicht, aber Handumdrehen. Das gibt's übrigens nicht für... Als Fahrer eines akkulosen Fahrrads schaut man allerdings durch die Röhre, weil der Bike Trax funktioniert nur mit E-Bikes. Also für Räder ohne Batterie könnte man da was basteln, indem man sich eine eigene Stromversorgung bastelt, aber grundsätzlich ist das nicht vorgesehen, das ist nur für E-Bikes. An E-Bike-Akku gekoppelt, das kann natürlich von Vorteil sein. Ob das wirklich ein Vorteil ist, weil was passiert, wenn jemand den E-Bike-Akku herausnimmt? Oh, das werden wir uns anschauen müssen. Das Ding hat auch einen Puffer-Akku, sodass, wenn einmal das Bike abgestellt wird und so der Akku genommen wird, das noch weiterhin funktioniert. Was ist da noch drin? Aha. Ein Puffer-Akku ist noch drin. Allerdings wird auch der puffrigste Puffer-Akku irgendwann einmal leer. Aber den Akkustand des Puffer-Akkus sieht man. Ecke links unten zeigt die App den jeweiligen Akkuladestand des Puffer-Akkus an. Und wenn der jetzt schon eher gegen 0 oder wenig geht, also nicht vergessen, Puffer-Akku muss auch geladen werden. Und das kann er nur, wenn ich mit dem Fahrrad fahre. In diesem Fall haben wir die Anschlusskabel für den Brose-Motor. Und vom Schachtel. Aha, Schachtel. Und wenn es dann aufladert? Laut Website soll man die Montageanleitung nicht im Internet teilen und damit sie nicht entdieben. Auf dem beiliegenden Installationsblatt steht erstmalige Betriebnahme unter freiem Himmel, keine metallische Gegenstände, aufpassen auf die Kabel, schnipp, schnapp, schnuh, das System ist betriebsbereit, Achtung, blaue Kabel in der Grafik dargestellt, wir verbinden, bla 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 bla. Leute, die aber nicht wissen, wie es geht. Wobei, das ist jetzt ein bisschen leicht übertrieben, weil Motorabdeckung runterschrauben, da brauche ich eine großartige Montageanleitung, um das Ding zu demontieren, brauche ich nur die Motorabdeckung runterschrauben, das Ding rausfetzen und es ist demontiert. Also, das, ob ich das jetzt nicht teilen kann, ich glaube, das habe ich noch 3 Sekunden nachdenken und hin herausgefunden. Dann hast du eine Chance, dass du es wieder findest. Wichtig, E-Bike-Akku aus dem Bike herausnehmen, bevor die nächsten Schritte gemacht werden. Kabelstrang, bla bla bla. Also die Anleitung ist sehr detailliert und alles, was man braucht, ist dabei. Also das im Motor quasi, in der Abdeckung, ist sicher kein Mensch. Europaweites Tracking. Um europaweites Tracking zu testen, müsste man ja ins Ausland. Das Gerät funktioniert super. In Brixen mitgehabt. Ja. Nur durch die Zauberei der Videobearbeitung werden wir uns in der nächsten Sekunde ganz woanders befinden und dort mal schauen, wie europaweit oder zumindest wie gut das in, sagen wir so, wie gut funktioniert das in Italien. Bringen wir es auf den Punkt. Bei so einem Aussicht kann man ruhig mal kurz stehen bleiben und einmal nachschauen, was der Bike Tracker eigentlich macht und wie gut er sich geschlagen hat. Wir können uns das gleich einmal in der App anschauen, wie gut das Tracking von dem GPS-Tracker funktioniert. Hier auf das Skyline im Blick. Vorher suchen wir uns ein ruhiges Platz, wo man niemand im Weg sagt. Wobei man hier genau sieht, hier gab es ein kleines fotografisches. Filme halt. Die 2G-SIM-Karte funktioniert auch außerhalb des eigenen Landes, sofern sie das eigene Land in Europa befindet
und das außerhalbjährige Land auch in Europa befindet, weil die 2G-SIM-Karte funktioniert nur in Europa. Sollte das Fahrrad einmal Europa verlassen haben, dann ist weg. Und es scheint, als ob dieses Ding nur alle gewisse Zeitpunkte die Position übermittelt und je nachdem, wie schnell man dazwischen ist, gibt es dann eine Gerade. Das würde auch heißen, wenn das Ding in einem Auto verladen ist und mit 130 km/h fährt, hat man sehr lange Geraden dazwischen. Und umso langsamer, dass man fährt, umso detaillierter wird der Streckenverlauf angezeigt. Hier unten ist bloße Talstation. Hier wollen wir noch hin und dann geht es noch ganz runter bis Brixen. Das heißt, in Wirklichkeit haben wir noch... Aber wir sind nicht da zum Plaudern, wir sind da zum Fahren. Also fahren wir. Und so sehe ich dann die mehr oder weniger detaillierten Routendetails. Grundsätzlich funktioniert das Ding. Man sieht immer in der App, wo sich das Fahrrad befindet. Man kann mit einem Tipper auf das Schlosssymbol das Fahrrad sperren und bekommt auch zuverlässig, wo ist denn mein Fahrrad jetzt? Eine Notification, sobald sich dann das Fahrrad bewegt. Aber Bike-Trucks, GPS, Diebstahlschutz für E-Bikes. Diebstahlschutz? Einen Diebstahl damit verhindern, mich vor einem Diebstahl schützen, kann ich damit überhaupt nicht. Dein Bike ist ein Babyschütze, ist ja gerne, aber was hat das mit der Schachtel zu tun? Nix. Das sieht keiner, das weiß keiner, da sieht einer mein Bike, nimmt's, stiehlt's, weg ist. Dein Bike ist jetzt weg, such es. Das kann keinen Diebstahl verhindern. Sowas kann einen Diebstahl verhindern. Sowas hilft dabei, ein Fahrrad nach einem Diebstahl vielleicht wieder zu finden. Sowas hilft nicht dabei, ein Fahrrad wieder zu finden. Das ist... Wenn das einmal nicht funktioniert hat, dann hat sich die Sache erledigt. Wenn ich etwas bereits Gestohlenes leichter wiederfinden kann, ist das kein Diebstahlschutz. 5 schwere Kettenschlösser, das wäre eine Art von Diebstahlschutz. Oder wenn ich den Alurahmen gegen einen Laternenpfahl schmeiße oder ähnliches, das wäre vielleicht ein Diebstahlschutz. Wiederfindungshilfsgerät wäre wahrscheinlich eine passendere Beschreibung, Wortwahl. Dein Bike ist dein Baby, beschütze es. Ja, meine Daten sind mein Baby und die will ich beschützen. Oder? Die Idee ist ja eine gute Idee. Links? Die Idee ist ja eine gute Idee, aber wenn ich nicht weiß, was die mit meinen Daten machen. Die datenschutzrelevanten Dinge sollte man, glaube ich, ohnehin etwas separat betrachten. Inwieweit es lustig ist, dass ich da alle meine Geopositionsdaten und sonstige Daten da herumtransferiere, was ich da überhaupt herumtransferiere, wo werden die gespeichert und was machen die damit? Das ist eine gute Frage. Die Daten aus der App, also die Routendaten aus der App, lassen sich übrigens vorzüglich im GPX-Format exportieren, das ist überhaupt kein Problem. Ja, die App, Alter. Die App hat einen Vorteil, die App ist nämlich keine, also die App ist schon eine App, aber die App ist, wenn ich jetzt das Handy nehme ich auf, ich schalte jetzt das Handy auf Flugzeugmodus, okay? Schalte Wireless, mein Handy ist es offline, okay? Und jetzt gehen wir in diese PowerUnity-App hinein. Da sagt sie mir, Internetverbindung ist notwendig. Ist klar, der Strecken braucht Internetverbindung. Aber wenn ich da auf den Hilfe, auf, wenn ich in den Hilfe-Ding gehe, also auf diese Hilfeseite, ihr werdet merken, dass in der App sehr viele Dinge gar nicht in der App sind, weil die App selber, klar, das Tracking ist logischerweise online mit der Karte, das weiß ich schon, aber dieser Hilfebereich zum Beispiel, der ist auch online. Darum haben sie auch die Bugs, die ich denen gemeldet habe, sehr schnell beheben können. Das ist dann los, das passt schon so. Aber man, es muss einem klar sein, wenn man kein Netz hat, hat man sowieso ein wenig und Hilfe schon gar keine. Das Lustige ist aber, die bislang gespeicherten Routen sind nicht am Handy verfügbar. Die bislang gespeicherten Routen sind nur online verfügbar und wenn mein Handy offline geschaltet wird, habe ich nicht mal Zugriff auf die bislang von mir gemachten Routen. Das heißt, ich bin nur die arme Sau, die die Route gemacht hat und denen die Daten geschickt hat. Jetzt sind die Daten weg und ich habe sie nicht mehr. Die liegen irgendwo bei denen am Server, aber nicht am Gerät. Es gibt keine lokale Kopie der Route. Das Gerät versucht ganze Zeit schon im Internet abzufragen und findet es nicht, weil ich es offline geschaltet habe. Also... Dieses Ding ist eigentlich ein mobiler Browser, der Daten anzeigt, die auf einem anderen Server liegen und das offline überhaupt nicht funktioniert. Ja. Klasse. Das Problem ist, vor einem Monat habe ich einer geschrieben,
Was ist mit den Daten, die da geschickt werden übers Internet? Was macht's mit denen? Seit einem Monat Funkstille. Da am 18.09. Habe ich gefragt, Servus, ein paar Fragen sind aufgetaucht. Welche Daten sammelt ihr von den Nutzern? Wo werden sie gespeichert? Welche Auswertungen werden gemacht? Kann ein Biketracker an einen anderen Nutzer übergeben werden? Wie kann ein Biketracker deregistriert werden? Welche SIM-Karten verbaut ihr? 2G oder 3G? Habt ihr ein Problem damit, wenn ich den Biketracker am Ende des Videos herschenke? Habt ihr ein Problem damit, wenn ich am Ende des Videos Produkt nicht herschenke? Bla 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 bla. Dann kommt am 21.09. Vorweg vielen Dank, dass du uns auf den Bug in der App aufmerksam hast. Auf den Bug, auf den, Alter, Mehrzahl, den, ja, 5 Bugs ist jetzt einer. Okay, wir fassen zusammen. Zum Thema Datenschutz. Die Daten unserer Nutzer sind unser wertvollstes Gut. Also wenn ich höre, die Daten unserer Nutzer sind unser wertvollstes Gut, dann macht es da oben klingelingelingeling. Oder? Ich habe dann gesagt, sorry, der Spruch mit Datenschutz ist nett, aber meine Fragen sind komplett unbeantwortet. Welche Daten sammelt ihr nun wirklich und wo speichert ihr die Daten? Welche Auswertungen werden damit gemacht? Mein Mail vom 22.09. Wenn wir schon nicht wissen, was mit den Daten passiert, dann würde ich zumindest gern wissen, was ich mir da in mein Bike reindenke. Oder? Ja. Und jetzt schneide ich es auf und schaue nach, was drin ist. Schauen wir mal, wie das Teil von innen ausschaut. Also gesagt, getan, außerdem hat man ohnehin genug Zeit, um auf eine Antwort zu warten. Und in der Zeit wurde kurzerhand die Schere genommen und schnipp, schnapp, schnupp. Und schon war der erste Schrumpfschlauch herunter. Mit ziemlich kaum einem Aufwand ist auch diese wasserschichtige, ist da mit kaum einem Aufwand ist auch diese Wasserdichtheitsbeschichtung zu entfernen und auch, Überraschung, die SIM-Karte, auf der eine andere Firma beschriftet steht und nicht die Tele2, die auf der Website genannt. Und es braucht eigentlich keine 30 Sekunden auf Google, da findet man Geräte, die den gleichen Chipsatz verwenden. Und wenn man sich die Platine anschaut, also ich würde sagen, die also wenn das eine zufällige Ähnlichkeit ist. Ähnlich ausschauen tun die schon, also... Könnte durchaus sein, dass da ein gewisses Verwandtschaftsverhältnis besteht. Oder die ganzen Teile, die in China verkauft werden, werden alle bei uns gebaut und dann nach China exportiert. Das kann natürlich auch sein. Also es ist ja nichts ausgeschlossen. Ich überlasse eure eigene Beurteilung, ob das gleiche Gerät sein kann, mit dem gleichen Chipsatz, mit der gleichen Chipsatzbeschriftung und mit einer Platine, die schon ziemlich genau gleich ausschaut. Ich überlasse es eurer Beurteilung, ob es dieses Gerät sein kann. Denn schließlich kostet dieses Gerät auf Alibaba in Stückzahlen von um die $20, ja doch deutlich weniger als, sorry, aber sind wir uns ehrlich? Dann habe ich das zerlegte Teil ein bisschen genauer betrachtet, die Komponenten, die hier verbaut sind, betrachtet und einen Schalter entdeckt. Ein Schalter, der on-off. Wozu gibt es hier einen Schalter, der eingeschweißt ist und zuvor noch wasserdicht versiegelt wurde? Ein Schalter, den man doppelt versiegelt, ist für mich ein Indiz, dass dieses Gerät nicht extra speziell dafür gemacht wurde, sondern dass hier ein Gerät verwendet wird, das eigentlich schon für andere Zwecke gemacht wurde. Warum wäre sonst der Schalter da? Also das Gerät wurde jetzt nicht explizit extra entwickelt, nur für diesen einen Anwendungsfall. Wäre meine Schlussfolgerung, wenn ich so einen Schalter sehen würde unter einer Abdeckung. Die Mutmaßung liegt nahe, dass das Gerät nicht zwingenderweise eine Eigenentwicklung ist, was ja legitim ist. Wer bitte erfindet schon das Rad neu? Wenn ich ein Rad brauche, nehme ich mir ein Rad. Brauche nicht ein neues Rad erfinden. Das ist jetzt kein Vorwurf, das ist einfach nur ein Hinweis, dass wo dieses Gerät herstammen könnte. Ja, und dann? Kann ich auch meine eigene SIM-Karte verwenden? Nachdem auf der Webseite schon geschrieben wird, dass das Ding wasserdicht ist und die Tele2-SIM-Karte nicht getauscht werden kann. Das ist ja, man kann nicht falsch verstehen, aber das ist ja quasi eine Aufforderung, oder? Ich meine, wenn man hinschreibt, das kann nicht gehen, man... Laut der Firma ist ja das Gerät so konfiguriert, dass man eigentlich nur Tele2-SIM-Karten verwenden kann. Tja, soll ich es kurz machen? Falsch. Würdest du es vorlesen oder ist das ein Geheimnis? Sensomatik? Also, da ist eine SIM-Karte drin von einem großen Anbieter, der jetzt für so IoT-Produkte SIM-Karten anbietet. Ich rufe die Firma, die die SIM-Karten bereitstellt, kurzerhand an und frage, welche SIM-Karten welches Betreibers eigentlich benutzt werden, um darüber klaren Aufschluss zu bekommen. Call the SIM-Net
Ich rufe gerade bei Sinomatic an, weil ich eine Frage zu den SIM-Karten, aber diese Warteschleifenmusik hat einen ganz eigenen Charme. Ich höre Sie ganz schlecht. Wollten Sie mir gerade sagen, diese Woche ruft mich keiner mehr zurück? Ich kann einen Aussicht, Sie sollen zurück. Okay. Oder nächste Woche noch. Nächste Woche wieder probieren. Ja. Arbeiten bei euch so wenig Menschen, dass das ganze Woche niemand da ist? Aber ich krieg bei euch SIM-Karten. Ja, genau. Wissen Sie, welches Netz die SIM-Karten dann nutzen? Nein, also das ist unmöglich. Ich höre Sie echt schlecht, aber ich hoffe nicht, dass Sie Ihre eigenen SIM-Karten nutzen. Nein, ich rufe nochmal an, okay? Ja. Ja, so viel zum Thema klaren Aufschluss und SIM-Karten. Ne? Ja, mein Gott, dass da jetzt also keine individuelle SIM-Karte von der Frau Mitzi drin ist, war uns eh klar. Ah, aber ich nicht faul, aber eine andere SIM-Karte. Ich hab die SIM-Karte rausgenommen und meine SIM-Karte reingesteckt und erwartet, dass es natürlich nicht funktioniert. Wie denn auch, ist ja auch so konfiguriert, dass es nur mit der SIM-Karte funktioniert. Ne? Reingesteckt, SIM-Karte, Akku angesteckt, das Gerät gesperrt, mich mit dem Gerät vom Handy entfernt und siehe da... Der Alarm ist losgegangen. Was ein Zeichen ist, dass das Ding ins Internet funkt. Was wiederum ein Zeichen ist, es ist eigentlich wurscht, welche SIM-Karte ich reinstecke. Was hält mich davon ab, wenn ich das Ding aufmache und eine andere SIM-Karte reinstecke? Also wenn es dann nicht mehr funktioniert, bin ich selber schuld. Das ist kein Aufruf zum Zerlegen eurer Bike-Tracker, ganz im Gegenteil. Sobald ihr es zerlegt, werdet ihr sämtliche Garantien verlieren. Das Ding ist nicht mehr wasserfest und ich kann auch nicht garantieren, dass es bei euch funktioniert. Es ist nicht mehr wasserdicht, es ist eigentlich gar nichts mehr. Es schaut ziemlich mitgenommen aus. Also es muss einem bewusst sein, wenn ich wirklich die SIM-Karte tauschen will und die kostet 3,50 €, also kostet quasi nichts im Monat. Ob sie das auszahlt, man opfert den ganzen Wasserschutz, man opfert sämtliche Garantien und sonst irgendwas, wenn man das Ding komplett zerreißt, ob es das wert ist, wissen wir nicht. Aber aus rein investigativer Sicht haben wir herausgefunden, ja, es funktioniert auch mit anderen SIM-Karten, das ist doch mal kein Problem. Also, die Angaben auf der Homepage, was die SIM-Karten betrifft, sind nachvollziehbar aus Sicht des Herstellers. Also die Information auf der Webseite ist sofern aus Herstellersicht nachvollziehbar, die wollen natürlich nicht, dass jeder das aufreißt und aufschneidet. Aber aus User-Sicht... Apropos Webseite. Wenn man so wochenlang auf eine Antwort wartet, hat man ja auch genug Zeit, sich mal die Webseite ein bisschen anzuschauen und mal ein bisschen zu informieren, was überhaupt alles so dahinter steckt. Tja, und so fielen mir einige Unstimmigkeiten auf, wenn man so die Webseite durchforstet, sich die AGB durchlässt, die Datenschutzbestimmungen und alles andere, was da noch so online angeboten wird, findet man immer wieder ein paar so Gusto-Stückel, möchte ich schon fast sagen. In der Europäischen Union muss man seit 1982 nicht mehr angeben, in welchem Land es produziert wurde. Innerhalb der Europäischen Union. Dennoch ist natürlich bei auswärtigen Gütern das durchaus Usus, dass das draufsteht, weil es laut Verbraucherschutz auch der Endkunde wissen sollte, wo das Teil herkommt. So steht auf meinen Knie schon, und zwar, obwohl das von einer Schweizer Firma ist, IXS, sehr wohl Made in China drauf. Auch mein Helm vom IXS hat die Beschriftung Made in China. Die Tasche der deutschen Firma Evoque wird ebenfalls nicht in Deutschland produziert, es steht aber drauf Engineered in Germany. Jetzt gibt es diesen Bike Tracks von PowerUnity und hier steht auf der Homepage doch tatsächlich Made in Europe. Wenn man jetzt das bedenkt, was wir schon wissen, oder zumindest glauben zu wissen, weil wir schon auf chinesischen Seiten ein sehr ähnliches, ich will nicht sagen baugleiches, aber ein sehr ähnliches Teil gesehen haben. Und gleichzeitig wissen, dass die österreichische Wirtschaftskammer auf einen Entschluss des obersten Gerichtshofs verweist, worin steht,
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die österreichische Rechtsordnung keine Regeln für das Anbringen bzw. die Verwendung der Herkunftsbezeichnung definiert. Lediglich § 2 Absatz 1 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb untersagt irreführende Angaben über den Ursprung von Waren. Herkunftsangaben über ein Produkt sind falsch, wenn sie von den beteiligten Verkehrskreisen in einer Weise verstanden werden, die den tatsächlichen Verhältnissen nicht entspricht. Dabei genügt laut Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs bereits die bloße Gefahr einer Täuschung. Ich sage jetzt nicht, dass das hier zutrifft. Ich sage aber schon, dass Made in Europe vermutlich ähnlich korrekt ist wie die polnische Sau, die dann letztlich zum Original Schwarzwälder Schinken wird. Dehnbar ist, glaube ich, freundlich formuliert. Unbeantwortete Fragen, aber schauen wir mal weiter, was sonst noch passiert ist. Am 22.09. schrieb ich meinem Kontakt bei PowUnity. Ich habe sie über die Bugs in ihrer App informiert und des Weiteren nachgefragt, was denn mit den Daten der Nutzer geschehe. Welche Daten gespeichert werden, wo sie gespeichert werden und welche Auswertungen gemacht werden. Dann sind 5 Tage vergangen und nach 5 Tagen habe ich dann ein offizielles Mail an info@powerunity geschickt mit einem Auskunftsbegehren gemäß Datenschutzgrundverordnung. Ja, und seitdem Funkstille. Also ein normaler Kunde, der für so ein Teil, das man sonst irgendwo um 15 Dollar kriegt, 200 Euro zahlt, muss der dann auch einen Monat warten auf seine Antwort. Obwohl in der App bei der Kontaktmöglichkeit sehr wohl drinsteht, wir bemühen uns, dass es innerhalb von 24 Stunden eine Antwort gibt. Meine Oma hat früher gesagt, bemühen uns die Hunde. Also habe ich jetzt am 22.10., knappes Monat danach, via Mail Antwort bekommen. Jetzt könnte man meinen, jetzt ist alles klar. Nein. Es werden Amazon Services in Frankfurt gemäß Artikel 28 Datenschutzgrundverordnung genutzt. Bla 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 bla. Okay, was wir immer noch nicht wissen und was auch aus diesen Blättern überhaupt nicht herauszulesen ist, welche Daten werden nun wirklich gespeichert? Alles in allem ein trauriger Abschluss eines umso traurigeren Reviews und jetzt endgültig der Punkt, wo ich sage, jetzt habe ich im Video gesagt, ich breche das Video ab und beende es hiermit. Was ihr davon halten sollt, das überlasse ich euch. Was ich davon halte, das weiß ich. Ah, der sagt, das ist so schlecht. Nein, das Zug, die Zugkauf der Hardware ist ja nicht schlecht. Ist ja gut Zugkauf. Dass die App unzählige Bugs hatte, die ich alle gemeldet habe an diese. Das ist das eine. Ich will nur die Bugs gar nicht erwähnen. Ja, zum Beispiel am 30.09. habe ich, der Hilfebereich der App scheint nach wie vor verbuggt. Links, Verknüpfungen funktionieren überhaupt nicht. Siehe Screenshot, Video im Anhang. Man kann zwar darauf tippen, passieren, tut aber nichts. Der Button mit dem Shop innerhalb der App funktioniert immer noch nicht. Also, wollen die wirklich ihre Kunden so abspeisen? Hauptsache sie kaufen das, zahlen und am Schluss? Alter, ich reg mich schon wieder auf. Die Stimmung ist jetzt ein bisschen am Boden. Heben wir die Stimmung wieder ein bisschen und fassen das Ganze zusammen. Der Tracker selbst funktioniert. Wenn man aber glaubt, dass David sein Fahrrad nicht mehr gestohlen wird, dann hat man einen riesengroßen Irrtum begangen. Und dann sollte man es nicht kaufen, sondern diese 200 Euro lieber in ordentliche Ketten und Bügelschlösser investieren, weil die sind ein wirklicher Diebstahlschutz. Allerdings kann so ein Kettenbügelschloss mein Fahrrad nicht mehr zurückbringen, wenn es mal gestohlen ist. Dieses Ding könnte eventuell dafür sorgen, dass ich mein gestohlenes Fahrrad wieder zurückbekomme. Es hat funktioniert, es hat prima funktioniert, es hat zuverlässig funktioniert. Wenn irgendwer der Meinung ist, er braucht sowas, dann darf er sich bitte das selber kaufen. Wenn ich so ein Teil teste, dann teste ich nicht, oh, das kann man aber toll auspacken, das ist aber super, boah, geil, danke, Video beendet. Dann fahre ich einmal rund um den Blog und sage, geil, geil, geil. Und dann gebe ich einen Link unten rein und sage, klickt alle drauf und kauft euch das, weil es ist so geil. Funktioniert so die Welt? So geil, das müssen wir sagen, dass es geil ist, dann schenken Sie uns noch einmal was. Ja. Na, so ein Video mache ich nicht. Wenn ich ein Produkt kriege, dann tue ich das testen. Und wenn das so ein elektronisches Produkt ist, das mit Daten um sich schmeißt, dann will ich auch diesen Aspekt testen. Dann wird auch die Hardware überprüft, dann wird die Funktion überprüft. Und wenn auch Online-Dienste dabei sind, dann logischerweise auch die Online-Dienste. Und wenn mir gesagt wird, das funktioniert nur mit einer SIM-Karte, na, dann will ich das aber auch testen, ob das stimmt. Ich will eine Aussage hinterfragen und überprüfen. Ich will nicht, wenn ein Hersteller auf eine Website schreibt, das ist so, dann ist das so. Nein, dann muss das überprüft werden. Ich nehme das nicht 1:1 hin, nur weil es dort hingeschrieben wird. Tut mir leid. Ich glaube, da tut er da.
Polizei kommt schon und holt mich ab. Die sind ganz schön schnell bei Bau Unity. Jetzt frage ich euch da draußen, jeder Einzelne, der sich dieses Video angeschaut hat, seid ihr froh darüber, dass wir das so gemacht haben? Oder wäre ich lieber gewesen, ich mache das Video 2 Minuten lang, sage, das ist geil, das müsst ihr euch kaufen, am besten mit dem Link da unten. Ihr dürft selbst entscheiden, was besser wäre. Diese Version mit, das ist geil, oder... Ich überlasse die Entscheidung euch. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und vielleicht ist doch für den einen oder anderen da draußen so ein paar Unity Backtracker durchaus doch eine gangbare und sinnvolle Lösung. Ich glaube es schon, dass so Backtracker eine sinnvolle Lösung sein können. Allerdings vielleicht nicht für jeden und man sollte das überlegen. Aus diesem Grunde wird es auch ein das angestellte Giveaway nicht geben, weil ich, Tja, und nachdem das Ding schon zerlegt ist, kann man das schlecht herschenken. Wir machen aber dennoch ein Giveaway, weil wir wollen ein Giveaway machen, also machen wir auch eines. Und ich gebe trotzdem eine Schachtel her, eine Schachtel mit einer ähnlichen Größe, aber mit besserem Inhalt. Und zwar mit einem Inhalt, der keine datenschutzrechtlichen Bedenken aufwirft, mit einem Inhalt, der keine monatlichen Kosten hat, mit einem Inhalt, der sogar gut für eure Gesundheit ist, der euch dabei hilft, mit Rauchen ein bisschen abzuhören oder vielleicht auch mit Saufen auch eine, der eure Fingerfertigkeit schult, der euch ein bisschen beschäftigen wird oder vielleicht sogar eure kleinen Verwandten, wen auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt etwas zu gewinnen und zwar... Wer sie haben will, soll einfach unten reinschreiben, warum er sie haben will und... Wer mir dann aus Datenschutzbedenken die Adresse für den Versand des Giveaways nicht mitteilen will, darf das natürlich machen. Dann behalte ich mir die Box und spiel selbst damit. Ja, hat es noch wer Fragen? Will noch wer was wissen? Ansonsten rein mit den Fragen in die Kommentare. Dazu sind die Kommentare da, dass man da was reinschreibt. Ja, mit euren Fragen, ich beantworte sie gerne. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns auch beim nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin, passt euch auf, passt auf euer Fahrrad vor allem auf. Bleibt wie ihr seid. Tschüss, Baba und ciao. Und ich lösche jetzt die App. Moment, kurzes Intermezzo. Aufschneiden würde ich schon gerne die SIM-Karte rausholen, weil ich schneide sowieso alles gerne auf. Safety is number one priority. Der Tracker itself. Liebe PowerUnity-Leute, danke fürs Zurverfügungstellen dieses Testmusters. Es war eine sehr interessante Erfahrung für mich. Als Baby habe ich dieses martialische Riesen-Alutrum noch nie empfunden. Monster-Baby. Dein Bike ist dein Monster, Baby, fürchte dich. Das wäre ein passender Spruch. Aber jetzt geht's los, ne? Das Tolle an der Box ist, mit der kann man einen Zaubertrick machen, weil solange man nur sagt, das Bike ist das... Ja, bla bla bla. Das ist komplett unsichtbar, das sehe ich nicht. Das kann ich eindeutig sehen. Aus 2 mach 1. Also das ist schon mal ein super Zaubertrick. Nichtsdestotrotz... Aber um das geht's jetzt nicht. Das muss man genau mehr, das ist ein mega Zaubertrick. Und gleichzeitig wissen, dass die österreichische Wirtshauskammer. Der geheime Code, sieht man das eh nicht? Weil wenn ihr wieder meinen Code 1 kennt, das wäre ganz blöd. Ein geheimer Code ist da auch drauf. Ja, wurscht. Die PowerUnity-Burschen sind ja sehr flexibel und sehr innovativ. Die haben ja von Ski-Trackern und die haben ja schon Dutzende lustige Ideen gehabt. Die haben sicher auch in Zukunft wieder gute Ideen. Solltet ihr wieder mal eine gute Idee haben, kommt vertrauensvoll zu mir, ich erkläre euch dann, was vielleicht nicht so ganz einwandfrei läuft oder wie super ein Produkt wirklich ist. Man weiß es ja vorher nicht. Der Tracker selbst, dass ich mich mit dem Ding grundlegend weiter beschäftigt. Tja, und dann habe ich das zerlegte Teil ein bisschen nauer. Und dann habe ich das... Das Tracker, dieses elektronische Bauteil, das ich mir zusätzlich in mein Fahrrad rein denke.
wie damals beim Bundesservice gesagt haben, nicht auf den Hochstand schießen. Na, was ist passiert, ne? Richtig. Was ihr damit macht, das überlasse ich euch. Die 2G-SIM-Karte funktioniert auch außerhalb. Außerhalb wovon? Heute ist der 27. September. Die Maßnahmen. Heute ist das... Schluppertatschig? Ist Schluppertatschig ein Wort? Dein Bike ist dein Baby. Wenn du es schon verloren hast, dann such es gefälligst wieder. Dann wird der Kleben stimmen. Der Dreck auf der Linse. Das ist ein ordentlicher Dreck auf der Linse. Bist du noch nein. Und die an? Kastanien. Ja, ein bisschen paranoid darf er ja wohl noch sein, oder? Ja, dann werden wir zurückkommen und sagen Buh! Oder Buh! Dann losfahren. Sie tauschen gegen... Verkehrt. Dann werde ich mit dir weiterfahren. Werde ich? Es ist ja immer so, wenn man so Dinge... Nein. Jo. Oder? Habe ich recht oder habe ich recht? Wenn ich nicht recht habe, bitte unten rein. Ich lerne gerne was dazu. Aber wie gesagt, das ist kein Aufruf zu Zerstörungsorgien, ganz im Gegenteil. Lasst die Dinger so eingeschweißt, wie sie sind und zahlt lieber die 3,50 Euro im Monat, wenn ihr sie verwenden wollt. Ja, doch wenn euer Bike schon längst gestohlen ist, könnt ihr damit weiterspielen und sie hält euch somit auch vom Raufen, vom Sach, vom Raufen. Wo sich das Fahrrad befindet und man kann mit einem gleichen... Und man kann... Da sehe ich genau. Ja. Das hat es da noch nie gegeben. Das Stück hart, wenn das hier funktioniert. Das Stück hart, wenn das hier funktioniert. Ich passe auf meine Hand einfach so auf. Wenn es mir wer klaut, dann bin ich böse. Trink den Kaffee. Und bin traurig. Oh mein Gott, der Typ ist ein bisschen apart. Nur an alle anderen Hersteller, die glauben, sie können jetzt erst mal schicken und dann sagen, das müssen wir schon vorher anschauen. Nein, müsst ihr gar nicht. Schickt einfach nichts. Gehört euch den Schatz. Ich bin nur die arme Sau. Hoppala. Und sonst hoffe ich, dass Sie uns auch beim nächsten Video wieder sehen, wenn es wieder heißt. Ich glaube, es reicht, oder? Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, passt auf euch auf. Und passt auf euer Baby auf, mit oder ohne elektronischen Device. Tschüss, Baba und ciao. So, und ich... Apropos abstruses Zeug, wer weiß, was nicht noch demnächst für komische Videos kommen.